Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und es geht in diesem Video um so etwas wie eine Art Grundansatz, um eine Bilanz zu verstehen. Also Grundansatz für die Bilanz. Und ich möchte einfach zwei Begriffe einführen, von denen ich glaube, dass sie sehr helfen, eine Bilanz zu verstehen. Und zwar einmal den Begriff Ansatz. Ich erkläre das sofort. Und dann zweitens den Begriff Bewertung. Bilanz funktioniert nach zwei Grundüberlegungen. Erstens Ansatz, das ist die Frage, was muss überhaupt in die Bilanz? Und dann, wenn ich mich entschlossen habe, es in die Bilanz aufzunehmen, wie bewerte ich es? Zwei Schritte, um eine Bilanz zu bauen. Was muss rein und wie bewerte ich es? So, und die Antwort auf die Frage, was muss ich aufnehmen, Ansatz, lautet zunächst einmal alles. Das HGB, das hier relevant ist, sagt, sämtliche Vermögensgegenstände, sämtliche Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge müssen in den Jahresabschluss rein. Allerdings stimmt das gar nicht so richtig. Es ist eben